Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Baldur's Gate Enhanced Edition. Und wir sind ja mittlerweile hier bei Baldur's Gate eben angekommen, in der Stadt selber. Oder eigentlich sind wir noch kurz davor auf der langen, langen Brücke, wo hier... Ey, das ist ja lustig, hier auf der Karte fehlt die Zugbrücke. Aber dann ist sie da. Naja, okay. Da wollen wir jetzt auf jeden Fall rein und vorher begegnen wir hier aber noch einem kleinen Gesellen, dem Quail. Hallo! Hallo, ihr Reisenden. Ihr seht mir wie Wandersleute der abenteuerlustigen Art aus. Sagt mir, wohin zieht ihr? Das ist jetzt völlig egal, was wir antworten. Der Typ geht immer in die gleiche Richtung wie wir. Also sagt er zumindest, wir gehen, keine Ahnung, irgendwo hin. Dorthin will ich auch. Mir scheint, wir haben einiges gemein. Zum Beispiel so ein Vollbart. Hahaha. Da liegt es wohl nahe, zusammenzureisen, gerade wenn man bedenkt, wie viele Räuber es in dieser Gegend hier gibt. In mir findet ihr das, woran euch selber am meisten gebricht, nämlich Klugheit. Ja, dazu muss man wissen, der Typ, das ist so ein Magier-Priester, also so ein Crossover sozusagen. Und der ist, ja, könnten wir jetzt aufnehmen in die Party. Aber mal abgesehen davon, dass der immer blöde Sprüche von sich gibt, würde ich ihn jetzt doch mal erst stehen lassen. Naja, beleidigt er uns auch gleich. Ich hätte es so gleich an eurem schleppenden Gang und eurer winzigen Nase erkennen müssen. Ihr seid ein absoluter Volltrottel. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, so ist der Typ drauf, aber... Ich meine, wir können ihn mal kurz aufnehmen, dass wir uns die Stats und so weiter mal anschauen. Machen wir das vielleicht mal. Das geht, glaube ich, hier Gruppe neu formieren. Hauen wir mal den Corin raus. Der muss immer dran glauben bei solchen Aktionen. Ja, bla bla. Und dann nehmen wir den Typen mal auf, den Quail hier in Baldur's Gate selber, wenn wir natürlich auch noch einige andere NPCs treffen. Stümperhafter Einfallspinsel, hinfort mit euch. Es sei denn, ihr braucht meine Dienste. Nun... nehmen wir ihn mal. Was grunzt ihr da? Kann ich euch helfen? Was braucht ihr? Ja, dafür bin ich zu gescheit. So ungefähr ist der Typ halt drauf. Wie man sieht, ist er als Priester ziemlich untauglich, hat nur eine Weisheit von 10, Intelligenz 17. Ja, muss man ihm zuerkennen, ganz blöd ist er nicht. Ist ein Gnom übrigens, chaotisch neutral, männlich. Die weiblichen Gnome haben übrigens auch Bärte. Und ja, sonst ist er auch nicht so zu... Ja, Charisma 6, das passt sehr gut. Ja, ist er nicht wirklich so zu gebrauchen. Aus diesem Grunde würde ich sagen, plündern wir sein nicht vorhandenes Inventar. Okay, wir hauen wieder raus aus der Party. Gruppe neu formieren und lassen ihn halt hier stehen. Da kann er dann warten, bis er schwarz wird. Bitte lasst mich nicht hier draußen. Könnt ihr Bussarde hören? Ich höre Bussarde. Okay. Ja, wir nehmen wieder unseren alten Koran hier auf. Und... jetzt passt natürlich die Reihenfolge wieder nicht. Bla bla. So, jetzt passt es wieder. Und wir machen uns auf in die Stadt Baldur's Gate hinein. Wir haben ja noch ein paar Dinge hier heraus eigentlich auch zu erledigen. Aber zuerst sollten wir schon mal hier rein. Und da gibt es eine neue Videosequenz. Hui. Ja, so sieht's aus da drin in Baldur's Gate. Und da ist auch schon wieder der alte Elminster. Jedenfalls... Was ist für ein Geräusch, was man hier mal hört? Hä? Okay, erstmal mit Elminster reden. Ich verstehe dich kaum. Einen guten Tag wünsche ich euch, junges Leben. Was, junges Leben? Hä? Welch wundervoller Zufall, dass sich unsere Wege erneut kreuzen, noch dazu in einer solch grandiosen Stadt wie dieser. Ah, ich sehe es an euren Augen, dass ihr keine Zeit für mein aufgesetztes Geplänkel habt. Stimmt schon, unser Treffen ist kein Zufall, aber es freut mich wirklich, euch wiederzusehen. Ja, was machst denn du hier? Alle Bürger der Schwertküste kommen irgendwann durch Baldur's Tor. Alter, das Geräusch im Hintergrund, das nervt ja wirklich. Wer macht denn das? Das gab's im Original nicht. Und ich war mir sicher, dass ihr da keine Ausnahme machtet. Bla bla bla. Ich lese das jetzt mal nicht alles vor. Der drückt sich so umständlich und gewunden aus, der Typ. Aber ja, also er
Er redet halt ein bisschen drüber, dass wir eben gut erzogen sind vom Gorayan und dass wir das Angeborene überwinden können. Damit ist natürlich gemeint die Einflüsse unseres Vaters, des Gottes des Mordes. Ja, was weißt du über Gorayan? Er war lange Zeit mein Freund und wir sprachen viel miteinander. Das machen Freunde meistens so. Außer heutzutage, da kontaktiert man sich nur noch über Facebook. Jedoch seltener, nachdem er euch zu sich genommen hatte. Er ist früher ziemlich weit herumgekommen. Ja, hat er nie bereut, bla bla, stabile Kindheit. Würde euch besser auf die Probleme vorbereiten, denen ihr irgendwann entgegentreten müsst. Ja, hat sich viel Mühe gegeben, bla bla. Und da sage ich halt, es war ein guter Mann. Bla bla, eigener Weg gehen, in euren Adern fließt böses Blut. Ja, Gorayan hat ein bisschen uns quasi dagegen anerzogen. Bla 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 bla. Ja, im Prinzip ist es halt nur so ein bisschen... Ja, okay, er sagt uns jetzt, er gibt uns noch ein paar Tipps. Dem Scar, den haben wir schon kennengelernt in der letzten Folge, dem können wir vertrauen und dem Herzog Eltan ebenfalls. Und das Problem ist, dass die beide bald ermordet werden, aber... Ja, was soll man da machen? Und was ist das für ein Geräusch, was hier dauernd kommt? Alter, das ist ja nervig. Ist das jetzt ein Bug oder ist das hier tatsächlich irgendwie ein Teil des Spiels? Weil das scheint jetzt... Also ich höre das ja quasi auf den Kopfhörern, müsste ich da ja hören, wo das herkommt. Alter, das geht ja gar nicht. Weißt du was, laufen wir nochmal aus der Karte raus und wieder rein. Vielleicht geht's dann weg. Ich glaube ja, dass das ein Bug ist. Das ist ja schlimmer als jeder Presslufthammer. Wahrscheinlich ist hier irgendwo so ein Loch im Boden. Da stehen ein paar Leute mit Presslufthämmern rum und machen alles kaputt und suchen irgendwelche Kabel. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder da. Gehen wir wieder zur Brücke zurück und laufen wieder rein in die Stadt. Wo ist das übrigens hinter Quail? Ach, da steht er eh noch. Ja. Viel Spaß mit den Bussarden, was auch immer damit gemeint sein soll. Das ist ja schon wieder hier. Was ist denn das? Das ist ja ohrenbetäubend. Ja, willkommen in Baldur's Gate, einer ohrenbetäubenden Stadt offensichtlich. Wir werden hier von allen möglichen Seiten hier zugequatscht werden. So, hey, kannst du nicht mal die Quest machen oder jene Quest? Das sind jede Menge Quests. Viele Nebenquests auch, natürlich. Aber, das nervt ja wirklich. Also so richtig nämlich. Wo kommt das her? Frage ich mich gerade. Da ist ein Dieb, mit dem können wir später noch sprechen. Ah, laufen wir mal hier in ein Haus rein. Ins Allerlei Zauberei. Sorcerer's Sundries heißt das auf Englisch. Wobei Allerlei Zauberei klingt gar nicht mal so schlecht. Muss ich zugeben. Jetzt ist aus. Na gut, wenigstens hört man es hier drinnen nicht. Ist gut gedämmt, das Gebäude. Hallo, lieber Halbasser drin. Oder Halbasser drin. Also auf Deutsch heißt das so viel wie Halbarscher oder so ähnlich. Keine Ahnung. Der hat bestimmt auch einen Bruder, den Halbarscher draußen. Der steht dann draußen irgendwo. Wen haben wir denn da? Wollt ihr wohl mal die Waren vom alten Halbarscher sehen? Dann macht schnell und keine Schwierigkeiten, wenn wir über die Bezahlung reden. Ihr wusstet ja schon beim Reinkommen, dass meine Waren magische Kräfte besitzen. Hervorragende Waren verdienen auch einen hervorragenden Preis. Ja, das ist so im Prinzip ein magischer Supermarkt hier. Zu verkaufen haben wir, glaube ich, nichts. Da haben wir ja eh unlängst mal alles, sind wir mal alles losgeworden. Ah, doch. Eine Robe der Bösen. Ach so, das ist diese Hela. Ja. Hela-Waren. Bla, 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 bla. So, hast du jetzt mal hier endlich so einen Feuerball? Ah, da habe ich es gesehen. Ich habe es gesehen. Cool. Feuerball. Na, endlich. Das ist ja so ein Standardspruch eigentlich, dass du halt einen Feuerball wirfst. Der macht da so eine Explosion. Wir haben das ja schon gesehen bei diesen ganzen Feuerölen, die man auch so rumwerfen kann. Aber als Schriftrolle, das ist nämlich dann auch, man ins Zauberbuch schreiben kann, die deiner Herr. Das hatte ich noch nicht. Moment, falsche Taste. So. Übertragen und dann ist er auch schon drin. Jetzt sehen wir mal kurz nach, was wir hier alles schon so haben. Level 1 haben wir, glaube ich, so gut wie alles oder alles Wichtige zumindest. Stufe 2, ja, haben wir auch einiges. Stufe 3, Blitz hätten wir schon. Feuerball, Schädelfalle, die hauen wir natürlich gleich mal raus, die Schädelfalle.
Da kommt sofort ein Feuerball rein. Ist ja viel besser, viel wichtiger. Magie zerstören, ja, ja. Roter Feuerschild, da haben wir die Todeswolke. Die Todeswolke. Wehe, wenn sie regnet. Ja. Und da gibt es halt echt viel hier, was man machen können. Ah ja, identifizieren kaufen wir mal einfach, weil 75 Gold ist weniger als 100 Gold. Und zwar gleich mal 25% weniger. Und ja, wir werden sicher früher oder später wieder Dinge finden, die wir auch identifizieren müssen. Strahl der Schwächung. Okay. Blitzstrahl haben wir schon. Kleinere Kugel der Unverwundbarkeit ist eine ganz coole, auch ein ganz cooler Zauberspruch. Monster herbeirufen, holen wir auch mal. Sonnenfeuer ist auch ein neuer. Was macht denn der? Eine riesige Kugel aus tosenden Flammen explodiert mit lautem Brüllen und verursacht 1W6 Schadenspunkte, bla bla. Okay. Der Anwender befindet sich genau im Zentrum des Feuerballs. Das ist natürlich eine super Sache, wenn man genau im Zentrum ist. Ja, außer der Anwender erleidet Schaden. Ja, ist natürlich toll, weil dann die ganze Party um uns rundherum auch Schaden nimmt. Selbstverwandlung, ja, das sind alles so Dinge, die kann man haben. Aber muss man nicht unbedingt. Geheimes Wort, was ist denn das? Band einen Schutz vor Zaubern des Achten oder irgendwas. Ja, lass ich jetzt mal. Da wäre es auch irgendwie cool, weil ich muss sagen, ich kann mich teilweise gar nicht mehr erinnern, was die Sprüche alles machen. Ich bin ja nicht so der Magier, muss ich ja zugeben. Ich bin ja eher so der Pfeiltyp. Also ich fand immer so Fernkampfwaffen am interessantesten. Und insofern, ja, wenn ihr da noch Tipps habt, wenn ihr sagt, hey Panda, du brauchst unbedingt den und den Zauber, dann schreibt das bitte in die Kommentare rein. Bitte auch dazu schreiben, was der macht oder was, wozu ich den brauche oder wofür ich den brauche, weil da kaufe ich den. Wir kommen jetzt ja eh jedes Mal wieder hier vorbei, also können wir jederzeit hier vorbeigehen bei den Sorcerer's Sundries, allerlei Zauberei, und dann holen wir uns halt, was wir noch brauchen, Schutz vor Kälte. Das sind so Dinge, ja, das würde jetzt irgendwie super passen, wenn du, so wie in Baldur's Gate 2, da gab es dann, keine Ahnung, irgendwo ein Eis-Dungeon, ein Feuer-Dungeon oder irgendwie so Gebiete, wo halt ganz viele Monster von einer bestimmten Art waren. Da macht sowas wie Schutz vor Kälte, Schutz vor Feuer, Schutz vor, ich weiß nicht, Schutz vor Zimmertemperatur natürlich dann voll Sinn auch, weil da halt so viele auf einem Haufen sind, aber in Baldur's Gate 1, da gibt es das eigentlich ganz selten nur. Das heißt, ja, gehst du halt in den Dungeon, da steht irgendwo eine Kreatur, die mit Feuer kämpft. Ja, werde ich nicht extra deswegen einen Spruch auslösen oder kaufen. Elfs magische Meteoriten. Hört sich cool an. Ich kauf's mal. Wir haben eh genug Gold und Geld und alles. Verlangsamen, Monster herbeirufen. Blablabla. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Flammenpfeil, Ghoulgriff, Aganasars Flamme, Hellsehen. Gibt es auch Dunkelsehen? Ha, ha, ha. Wieso kann ich das nicht kaufen? Achso, da ist nicht genug Platz oder was? Da muss ich es hier reinschaufeln. Bei mir selber. Ja, ich sehe schon, das wird jetzt so ein bisschen eine Folge, wo wir uns ein bisschen ausrüsten werden. Aber ist ja auch klar, wir sind jetzt das erste Mal in Baldur's Gate, also in der Stadt selber. Und insofern, ja, kann man nicht übergeben. Ich kann mich nicht übergeben, obwohl mir so schlecht ist. Und ich trage die jetzt einfach mal alle ein hier in die Zauberbücher. Ihr kopiert den Zauber in euer Zauberbuch. Das fehlt jetzt auch irgendwie nicht mehr. Früher war es so, dass da voll oft oder voll schnell irgendwo stand, das ist jetzt gefailt und das geht nicht und so weiter. Aber hier irgendwie, weißt du was, wenn wir jetzt mal auch diese Eisstäbe oder einen davon, den kleinen hier verkaufen, den Blitzstab, glaube ich auch, weil den braucht man irgendwie eh nicht, weil die Blitze recht gefährlich sind. Die bouncen immer so herum und ja, das kann dann gerne mal in die Hose gehen. So, Fluch der Dummheit, den werden wir auch verkaufen. Ach, und den wollte ich noch eintragen, den Zauber. Jetzt reden wir noch mal kurz mit dem Hellblesser hier. Ja, bla 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 bla. Ja, weil da wollten wir ja jetzt endlich mal das hier verkaufen. Stab des Frostes, das ist jetzt... Der ist der kleinere, also mit den weniger
weniger Charges, wie heißt das auf Deutsch eigentlich? Ladungen oder so? Stab der Blitze haben wir gesagt. Fluch der Dummheit, okay, den können wir gar nicht verkaufen, naja. Den legen wir irgendwo draußen unauffällig auf den Boden. Wird schon keiner merken. Ah, da gibt es den Stab des Himmels, das ist auch cool. Das können nur Priester verwenden, macht aber ziemlich viele Schaden. Ist so ein guter Notnagel, wenn man mal zwischendurch einfach ja, so ein bisschen Schaden machen will halt. Hier gibt es auch recht coole Tränke. Gegengift, Trank der Klarheit, Abwehrtrank, Explosionstrank. Das ist auch nicht schlecht. Ein Trank der Meisterdiebeskunst. Da kaufen wir auch mal einen, weil wer weiß, irgendwann treffen wir mal oder irgendwann finden wir mal ein Schloss, was wir nicht aufkriegen. Können wir den trinken, dann geht's schon. Freiheit, Steinform, Regenerationstrank. Der ist auch cool. Nehmen wir gleich mal 3 Stück. Sind eh alle, die wir haben oder die es hier gibt. Ja, da geht das Geld weg wie nichts, aber keine Angst, wir werden schon jede Menge neues Geld noch bekommen. Und wie wäre es eigentlich auch mal mit neuen, super tollen Mega-Pfeilen hier? Pfeil der Durchbohrung, das hört sich mal cool an. Das ist so ein magischer Pfeil, der ja besser trifft und mehr Schaden macht. Die können wir eigentlich auch mal ein paar kaufen davon. Pfeil der Durchbohrung, wie viel kann man da eigentlich kaufen? Da kann man 16. 2000, oh, ist ja ganz schön viel dann. Ja, kaufe mal. Ach, da sind eh noch 34 da. Eispfeil, Feuerpfeil, das ist mir nicht gut genug. Das brauche ich nicht. Pfeile plus 2, ja, gut. Aber da müsste es doch eigentlich auch diese beißenden Pfeile geben, oder? Todespfeil? Was ist ein Todespfeil? Ach so, das ist nur gegen Ogermagier. Naja, gut, so viel Ogermagier werden wir nicht treffen. Pfeile plus 1, Säurepfeil, da ist der beißende Pfeil, habe ich jetzt irgendwie übersehen, keine Ahnung warum. 16 Stück, ja. Gold haben wir zum Glück genug im Moment, ja, ist gar kein Thema. Trank der Frostriesenstärke, Wolkenriesen, Sturmriesenstärke sogar, der macht eine Stärke von 24. Wenn der Minsk den trifft, Alter, wenn der dich mit dem kleinen Finger anstupft oder anstupst, so. Kennt man von Facebook. Minsk hat ein Skelett angestupst. Das Skelett ist tot, so ungefähr. Ja, was haben wir hier noch jetzt? Jetzt haben wir hier Pfeile durch Bohrung. Ich teile die jetzt mal auf. 10 mal 15, 50. Ne, 8. So, oder? Ach so. Muss ich hier 40 sagen? Naja, okay, passt. Ich dachte, das geht jetzt auch wieder so in 5er Schritten. Geben wir ein paar davon dem Korren hier genauso, 40 Stück. Die setzen wir natürlich nur ein gegen ganz bestimmte, besonders gute Gegner, aber nicht gegen irgendwelche Allerweltsgegner. Da brauchen wir es natürlich nicht. Stab des Frostes, ja gut. Weißt du was? Tauschen wir den auch noch hier ein und geben mal dieses Öl hier einfach mal dem Korren, der hat hier sicher noch einen Slot frei, aber der hat schon was zum Werfen drin. Machen wir es so, kriegt der Korren das Geschwindigkeitsöl hier. Dann ist der noch schneller. Und den hier, den Stab der magischen Geschosse, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Was machen wir mit so einem Blödsinn? Völlig sinnlos. Da hat auch jeder irgendein Explosionszeugs dabei. Sind wir echt eine explosive Party im Moment. Ja, gut, ich weiß, irgendwie sollte ich jetzt langsam mal wieder ein bisschen kämpfen. Werden wir aber gleich mal machen, weil das ist sicher für euch im Moment ein bisschen fad, wenn ich hier einfach nur so herumklick und so. Was wollte ich denn jetzt? Ja, dann weiß der Panda nicht mal, was er wollte. Noch schlimmer, das wollte er. Ja klar, den hier verkaufen. Ja, denn hier oben heilen. Ja, haben wir noch. Hey, falsch. So, richtig. Heilen wir mal den Korren. Und hier oben drin, in dem Obergeschoss von diesem Magierladen, da stehen ein paar Magier. Welch Wunder. Und die sind, ja, die machen gerade irgend so ein Ritual. Wir werden es gleich sehen. Der Niemein. Sieh mal an, was für ein niedlicher Abenteurer. Fällt einfach so bei uns ein. Hey, ist ja nicht nur einer. Das ist nur der Minsk. Wir sind hier bei der Vorbereitung eines Rituals und das habt ihr jetzt zunichte gemacht. Ja, das ist doch ein Laden hier. Ich bin Kunde. Vielen Dank für diese interessante Demonstration von Primatenlogik und jetzt haut ab. Ja klar, sind wir alle Primaten.
Da gibt es eine coole Antwort jetzt. Zu eurer Information, eine Reihe bedeutender Soziologen und Psychologen hat postuliert, dass Läden in einer Zwischensphäre stehen, die ihrem Wesen nach weder privat noch öffentlich ist, sondern Elemente von beidem enthält. Schaufensterauslagen betrachtet man zum Beispiel am besten als geistige Konstrukte, die in das öffentliche Bewusstsein projiziert werden, um eine Massenkonformität zu erzeugen, die allein aus der vermeintlich privaten Domäne der Verbraucherentscheidung abgeleitet ist. Ja, puh, das macht einen ja wirklich verrückt. Anhalten, anhalten, verdammt. Ja, und es greift uns an. Die greifen uns so oder so an, also das lässt sich nicht wirklich verhindern. Die Carsten ist auch dieses, das ist alles, was die hier casten, ist 4, also Horror. Da müssen wir also unbedingt einen Gegenzauber am besten gleich jetzt casten. Der schützt uns dann erstmal davor. Das sind übrigens Centerim. Wenn man jetzt hier, wie heißen die? William Garst. Ist ja mal ein schöner Name. Das ist der Niemein, das ist der Ulam und das ist der Weber Ott. Ottfried Weber oder was? Die hier sind übrigens Centerim und wenn man jetzt die beiden Montoran und Xar hießen, die glaube ich von der ganz der ersten Karte dabei hätten, diesen einen verrückten Magier und den kleinen Halbling, dann würden die sagen, hey, hallo, Freunde, wir wissen auch nichts Neues und dann würden sie abhauen. Das ist das gleiche wie bei der einen Karte, wo die roten Magier waren, die dem Edwin irgendwie mit dem zusammengehören. Flups. So, sind wir auch schon geschützt und der erste ist auch schon tot. Und ja, jetzt geht's hier weiter. Können wir auch mal ein bisschen mit Magie hier vorgehen. Was haben wir hier so alles? Horror. Aber weißt du was? Cast mal selber mal Horror. Ui, blups. Okay, der Minsk hat so ein Gift-Dingsbums-Pfeil oder so irgendwas abbekommen, aber das wird jetzt auch nicht besonders... Tschack. Hübsch, ja. Hübsch, sagt er immer, der Minsk. Ja, soll er mal was trinken hier? Das dauert dann kurz, bis das weg ist wieder. Das macht irgendwie so ein paar Schadenspunkte nachträglich. Ja, Magier, Magier, Magier. Was haben die wieder hier dabei? Spinnenbrust. Das hört sich cool an. Keine Ahnung, was das ist, aber es hört sich cool an. Was haben wir hier noch? So ein paar Pfeile. Ein Dolch. Okay, jetzt müssen wir eh schon anfangen zu identifizieren. Ah ja, und diese Dummheitsrolle, die können wir eigentlich mal hier irgendwo auf den Boden legen. Wenn wir schon dabei sind. Identifizieren. Also das ist ein Betäubungspfeil, das ist nicht schwer. Dolch plus 1, eine Kälteschutzrobe, eine Feuerschutzrobe, eine Blitzschutzrobe, ein Ring. Da machen wir jetzt mal eine Formel, ein Ungeschicklichkeitsring. Ja, toll. Das ist ein super Ring. Ein Fluchring. Machen wir nochmal identifizieren. Ein Stab des Feuers. Haben wir gleich noch einen bekommen. Cool. Und, den lege ich jetzt mal hier rüber. Noch eine Schriftrolle hier zum Identifizieren. Und den hier haben wir, glaube ich, noch nicht gelootet. Das ist noch eine Identifizieren-Rolle. Das ist irgendwie witzig. Das Spiel kann, das versteht nicht, dass da schon was im Inventar ist und stackt das nicht. Das muss man dann manuell machen. Ach ja, Glück. Ah, das ist wieder so ein Spruch. Den können wir nicht reinschreiben in unser... Ja, ist aber auch nicht so toll. Also da macht irgendwie ein Rettungswurf ein bisschen besser oder was. Irgendwie so ein Bonus. Aber ist jetzt eher unspektakulär. Und ansonsten hier noch eine Feuerschutzrobe. Hat ihnen alles nichts gebracht, den Magiern da oben. Ja. Ich glaube, das wird jetzt auch der einzige Kampf bleiben in dieser Folge, weil jetzt gehe ich runter und verkaufe das ganze Zeugs wieder. Und dann stürzen wir uns aber endlich mal in die Quests, die hier auf uns warten. Ja, der Helbesser Drin hier ist schon wieder voll der Helbesser. Betäubungspfeil, Rube, Rube. Rube, den kann man witzigerweise verkaufen, aber nur für 25 Gold. So als Scherzartikel quasi. Hey, da ist ein cooler Ring. Boah, ist das ein schöner Ring. Ich zieh den jetzt sofort an. Und dann stolpert er nur noch durch die Gegend vor lauter Ungeschicklichkeit. Komisch, dass der Magier den anhatte. Ich meine, Magier müsste eigentlich schlau genug sein, dass er es nicht anzieht. Er müsste das so irgendwie spüren oder so. Ja, verkaufen. Hier haben wir auch noch die Glücksdinger. Den Dolch plus 1 verkaufen wir auch. Für den haben wir jetzt nicht wirklich eine Verwendung. Verkaufen. Da haben wir gleich ein Level up. Oh, schon wieder die falsche Taste.
U und I. U ist nämlich Optionen, also hier, und I ist Inventar. Das liegt so ein bisschen, ja, das liegt bekanntlich relativ nah beieinander bei einer Tastatur. Dieser Zauber erzeugt Spinneneier, aus denen innerhalb kürzester Zeit ausgewachsene Spinnen entstehen. Ja, spinnen die denn? Sie stehen unter der vollständigen telepathischen... Das gab's früher noch nicht. Krass. Ist ja cool. Ja. Die Spinnen, ja. So, haben wir auch im Zauberbuch jetzt drin hier. Hier können wir ja... Gut, das können wir... Den legen wir jetzt mal hier auf Reserve. Auf Tasche sozusagen. Den Stab des Feuers. Den zweiten, den wir bekommen haben. Und die Robe, die werden wir verkaufen. Und zwar in der nächsten Folge. Zunächst mal möchte ich hier noch ein Level abmachen, wenn wir schon dabei sind. Stufe erhöhen. Was kriegen wir denn? Diebesfähigkeiten. Cool. Trefferpunkte. Sagenkunde. Ja, ja. Bla, bla. Was fehlt uns denn noch? Schlösser öffnen haben wir 80. Taschendiebstahl ist uns egal. Fallen finden 75. Leise bewegen. Verstecken. Da haben wir ein paar Items, die da ein bisschen Bonus geben. Ich würde ja jetzt das alles mal auf Fallen finden legen, damit wir hier mal 100 haben. Das können wir dann für die nächsten Levels hier dann auch lassen, damit wir in Zukunft zumindest die Fallen immer finden. Das ist nämlich so ein bisschen ein Problem, weil ab jetzt haben wir dann schon auch mal ein paar Dungeons oder ein paar Stellen, wo halt wirklich schwierigere Gegner sind und auch schwierigere Fallen. Und da ist es natürlich schon von Vorteil, wenn hier, wenn wir hier ein bisschen besser dagegen gewappnet sind. Da steht noch ein Typ rum, der Ordulinian. Ah, ein erschöpfter Abenteurer. Die Straßen dieser hübschen Stadt sind mit Narren gesäumt, nicht wahr? Ich habe nichts damit zu tun. Und zwei der größten davon sind Archion und Nemphre, Nekromanten, die sich über Klunker und Flitter von wenig Wert oder Nutzen streiten. Lasst euch sagen, die beiden bringen euch nur Ärger ein. Besser, ihr haltet euch von ihnen fern. Das ist so eine Art Quest, mit denen kann man irgendwie... Die sind so Rivalen und die sind immer gegeneinander und man kann aber... Das ist ja arg mit dem Geräusch. Das ist ja wirklich wie irgendwie so ein Presslufthammer. Ich frage mich, wo das herkommt. Hm. Ob da auf der Karte irgendwas Neues dazugekommen ist mit der Enhanced Edition, die das Geräusch oder dass das Geräusch macht. Keine Ahnung. Ich weiß nur eines. In der nächsten Folge werden wir hier mit dem Dieb reden, dem Niklos, und werden Zugang zur Diebesgilde erhalten. Die ist nämlich hier getarnt hinter normal aussehenden Häusern. Also normal ist gut, hier fällt schon alles runter, aber fast normal aussehenden Häusern. Und ja, das weiß natürlich niemand. Die haben hier die ganze Häuserfront gemietet, die Diebesgilde. Da hat keiner eine Ahnung davon. Und dort werden wir nicht nur interessante Quests bekommen, sondern auch... Alter, das Geräusch, das ist ja furchtbar. Was soll das denn sein? Das hört sich an wie so eine Zugbrücke, die ständig hoch und runter geht. Hm. Vielleicht haben sie gerade geschmiert und machen sie jetzt dauernd auf und runter, damit sich das Fett verteilt. Tja, wer weiß das schon. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge eben die Diebesgilde an. Bis dahin, auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.